Sachmittelplanung ist ein Oberbegriff für Arbeitsräume. Auch das fassen wir unter Sachmittelplanung, also die Raumplanung. Ja, unser Projektteam braucht auch mal sowas wie einen Besprechungsraum oder so etwas, wo man sich mal auch lassen kann mit seinen Sachen und seinen Unterlagen. Ja. Vielleicht so einen kleinen Lagerraum oder so, ne? Je nach Projekt. Also Schulungs-, Besprechungsräume, Lagerräume und Maschinen. Ja, Räume und Maschinen. Maschine ist auch wieder ein allgemeiner Oberbegriff, meint auch hier wieder alles. Mobiltelefone, Laptops, aber natürlich auch Maschinen im eigentlichen Sinne. Und Material. Ja, Material, das sind Papier, Bleistift, Schere, Klebestifte, ne, solche Sachen. Das ist die Sachmittelplanung. Das sind die Dinge, die wir brauchen.